Ja, hallo, da Michael von Mika News. Crawler Mini Freeman R2R im Maßstab 1 zu 16 hier mal kurz vorgestellt im Unboxing und einem kurzen Fahrtest. Und ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Ja, der Crawler Mini Freeman. Wiedererkennungswert, ich würde sagen, fast zu 100%. Wenn ihr jetzt mal hier die Karosserie hier betrachtet und wenn ihr jetzt mal den Freeman hier betrachtet im Maßstab 1 zu 10, ich habe den noch da. Ich habe hier bloß die schwarze Karosserie und im Kleinen ist es jetzt hier die graue gewordene. Also, den gab es ja auch in Grau und jetzt mal in der grauen Karosse und nicht in der schwarzen, so wie hier. Maßstab 1 zu 16, eine 4-Kanal-Fernsteuerung ist mit bei, 100% R2R. Wir haben einen Akku, wir haben ein Ladegerät, wir haben Batterien bei. Front- und Rücklicht ist zuschaltbar über einen Kanal. Ansonsten fährt es vorwärts, rückwärts, rechts, links. Steuerung, aber dazu gucken wir rein. Die Steuerung an sich ist eine Pistolenfernsteuerung, 2,4 GHz. Wir haben Plastikstoßdämpfer verbaut. Wir haben eine PVC-Karosserie. Und Plastikdämpfer hatte ich gesagt. Hier haben wir die Fernsteuerung. Mir ist schon mal hier Papier abgegangen. Wir haben hier ein schaumstoffummanteltes Lenkrad. Fernsteuerung gehe ich jetzt gleich drauf ein. Bisschen Werbung. Dann haben wir 4 AA-Batterien bei für den Sender. Dann haben wir hier noch einen Aufklebebogen dazu. Und hier gucken wir mal weiter. Wir haben hier den USB-Charger. Ja, ziemlich ungewöhnlich. Normalerweise ist das ja hier so ein dickes Ding. Das ist hier wirklich bloß so ein kleiner USB-Stecker. Wird ganz normal in so einen Netzlader vom Handy gesteckt zum Bleistift. Batterien habe ich gesagt, 4 Stück bei für den Sender. Wir haben hier eine kleine Anleitung, wo darauf hingewiesen wird, wo darauf eingegangen wird, auf die wie die Betriebnahme ist, welche Funktion der Sender hat, wie die Akkus eingelegt werden, was für ein Akku hierbei ist. Ein Depot-Akku, 3,7 Volt, 500 mA, also ein 1S-Akku. Und dann würde ich sagen, wir schauen uns mal das Fahrzeug an. Das Fahrzeug hier, Maßstab 1 zu 16. Und wenn ihr hier die Karosserie mal vergleicht, ich nehme es mal das Fahrzeug hier raus. Bändchen sind schon gelöst. Wenn ihr jetzt mal das Fahrzeug euch anseht, dann seht ihr, wenn ihr den grauen hier schon mal gehabt hattet, den Freeman, dann werdet ihr erkennen, das ist eigentlich der Große nur geschrumpft. Der Große nur geschrumpft, mehr ist das alles nicht. Aber cool, nein. Natürlich, die inneren Werte sind etwas anders. Zum großen Freeman, zum großen 1 zu 10er, das geht schon, also geht eigentlich unter Karosserie los. Geht beim Reifen los, geht beim Chassis los. Also wir haben ein ganz anderes Chassis hier verbaut. Aber erstmal der erste Eindruck, wie das Original. Wie der große. Wenn wir nach unten gucken, wir haben wieder zum Längenausgleich, also wir haben Allradantrieb. Wenn man hier dreht, Allradantrieb. Wir haben gesperrte Achsen. Wir haben Achsgehäuse, wo die Räder dran sind. Also sprich hier vorne die Lenkhebel und hinten ganz klar die Radträger bzw. gleich die Achsen für das Hinterrad. Das lässt sich ganz simpel und einfach abschrauben. Ist bloß eine selbstsichernde Motor drauf. Übrigens lassen sich hier viele Teile demontieren, um nicht zu sagen, es lässt sich das ganze Auto demontieren. Wir haben nämlich hier überall kleine Schrauben verbaut, also man sollte einen Kreuzschlitz und einen kleinen Imbusschlüssel, also so 1,5, 2 mm, sollte man auf jeden Fall da haben und einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher. Das ist von Bedeutung. Und eben hier, wie gesagt, für die Radmotoren auch ein Steckschlüssel, also so ein Kreuzschlüssel da, diesen Winkelschlüssel, den man kennt,
aus vielen Baukästen, den sollte man sich besorgen, beziehungsweise vielleicht hat der ein und andere ja den rumliegen. An den Plastikdämpfern, klar, die sind gefedert, also klar, sind Federn dran. Wir haben hier eine 2-Link-Aufhängung, 1-2 Links, mehr ist das nicht. Und die dritte oder die dritte Verbindung, vierte Verbindung sind die Stoßdämpfer, mehr ist das nicht. So ist das eigentlich, so ist das ganz normal geführt. Und hier ist es jetzt bloß so wie eine Drehachse, also kein Kugelkopf, wo sich hier jetzt dieser Link bewegt, sondern es einfach nur macht eine Hoch- und Runterbewegung. Hier auf der anderen Seite auch. Und das Ganze wird ja gefedert über die, mehr oder weniger über die Dämpfung, über die Federung. Karosserie, ich sehe es gerade hier sogar mit Türgriffen dran. Ganz, ganz schick gemacht. Dann haben wir vorne 2 LED-Lichter. Die sind im Frontrahmer drin und im Heckrahmer sind auch 2 LED-Lichter. Aber da werden wir mal drauf eingehen, wenn wir hier das Fahrzeug, die Karosserie lösen. Dann seht ihr hier, schön verpackt alles. Also sprich, kann relativ wenig Dreck reinkommen, weil das hier gut geschützt ist alles. Ist für Indoor und Außen gedacht. Haben wir hier, ungewöhnlich, hier ist der Schalter, ein Ausschalter. Der befindet sich hier unten. Ganz, ganz witzig gemacht, muss ich sagen. Also man kommt da gut ran. Und hier hinten, ne? Es ist nicht der Auspuff. Nein, es ist nicht der Auspuff. Hier kommt der Stecklader rein. Wird hier einfach nur hier reingesteckt und dann geladen. Also, ganz simple Sache. Funktioniert wunderbar. Und ich würde sagen, wir nehmen erstmal die Karosserie ab. Hauptzahnrad ist aus Kunststoff, die Hauptwelle ist auf Kunststoff. Ihr habt gesehen, die Teleskopkardanwellen für den Längenausgleich, die sind aus Kunststoff. 5 km/h soll das Fahrzeug schnell oder langsam sein, kommt drauf an, wie man das sieht. Hier ein Blick in die Karosserie, schwarz, schwarz, wie die Nacht. Dann die Karosserie, ich finde sie schick, hat halt so, es sieht halt ein Freeman aus. Das ist ein Freeman mit der Karosse, da erkennt man gleich den Freeman dran. Verbaute Technik ist von Really. Und ich muss sagen, auch cool. Ihr seht, alles schön in schwarz. Alles schön in schwarz gelöst. Wir haben das Lenkservo hier. Ganz simpel und einfach über der Vorderachse bzw. über dem vorderen hier Achsgehäuse gelegt, liegend gemacht. Passt da sehr gut rein. Dahinter haben wir die Regelempfangslichteinheit, also quasi alles in einem. Na, hier sind halt die Kabel für die LEDs verbaut. Hier haben wir, müsste der Akkuanschluss sein. Ansonsten sehe ich jetzt nicht so viel. Und hier vorne finden wir den Servostecker hier. Ganz vorne. Und alles im coolen Design. Ne? Die Kabel sind nicht rot, weiß und schwarz. Nee, die sind grau, schwarz und grau. Cool. Also sieht natürlich optisch, finde ich, schon mal super aus, das Modell. Dann haben wir hier in der Mitte das Getriebe mit dem Hauptzahnrad. Alles gekapselt, also sprich geschlossen, da ist nichts offen. Dahinter ist der kleine Motor. Und hier im Heck befindet sich der 1S-Akku, den gibt es auch einzeln. Wenn ich mich nicht irre, 20 Euro kostet das gute Stück. Also guckt mal rein, kann nur sein ein bisschen mehr, aber ich glaube mehr als 30 hat er nicht gekostet. Ich glaube 18 oder 19 oder 20 Euro. Also so im Schnitt, sage ich mal, zwischen 25 und 30, vielleicht ein Tick mehr, kostet der Akku. Der befindet sich, wie gesagt, hier über der Hinterachse. Der Rahmen an sich, wir haben ja hier auch wieder so einen Rahmen rechts und links, ne? Der ist aber aus Kunststoff, wie vieles am Fahrzeug. Jetzt muss man sagen, wir reden hier in der Komplettausstattung mit Sender, Karosserie, Auto, fahrbereit, also sprich auch noch die Elektronik drinne und noch die Batterien dazu. Wir reden hier von unter 100 Euro. Unter 100 Euro kriegt man dieses Modell. Ja, ziemlich hart gefedert. Aber wenn ich jetzt hier mal vergleiche, ich nehme mal hier zum Beispiel diesen hier, 1:18, und ich den jetzt hier mal sehe, wie der federt, dann
Ist zwar nicht das Optimale, weil das Optimale ist ja hier der neue Traxxas M, aber da muss ich sagen, da passt das schon mal ganz gut. Auch die Reifen passen ganz gut dazu, zu dem Modell. Und wie gesagt, wir reden hier von einem Preis von unter 100 Euro. Und ich würde sagen, als nächstes können wir uns mal den Sender angucken. Da haben wir hier das Schaumstoff-ummantelte Lenkrad. Wir haben hier hinten den einen Ausschalter. Wir haben die Servo-Reverse und hier ein ganz besonderer Schalter. Wir können hier von 100 auf 75 und 50% die Geschwindigkeit drosseln. Cool, aber bei dem Crawler tut mir leid, eigentlich gar nicht notwendig. Das ist was, was man eigentlich beim Becher hat. Oder bei schnellen Fahrzeugen, wo man, sag ich mal, als Einsteiger vielleicht mit einem 6S oder 4S vielleicht überfordert ist. Zumindest am Anfang. Oder man tut es vielleicht einem Freund in die Hand geben, das Auto, und sagt, bevor du was kaputt machst, wir stellen mal runter und stellen dann immer noch hoch. Wäre optimal, aber hier bei dem Fahrzeug eher ungeeignet. Diesen Schalter würde ich mir bei den anderen GT2 Fernsteuerung von Really, also die bei anderen Fahrzeugen bei sind, würde ich mir wünschen. Dann habe ich hier maximalen Lenkeinschlag, kann ich hier einstellen. Ich habe hier LED-Kontrollleuchten, ob der Akku voll ist. Und hier hinten stelle ich den Geradeauslauf ein. Hier unten habe ich dritten Kanal, um Licht einzuschalten. Und hier oben ist noch ein vierter Kanal, aber der ist, soweit wie ich weiß, nicht hier am Fahrzeug belegt. Batterien, wenn hier hinten einfach nur reingelegt, also jetzt nichts Kompliziertes. Mal gucken, wie rum sollte hier beschrieben sein. Wie immer werden hier einfach nur eingesetzt. Kann man eigentlich gar nichts falsch machen. Der Hinsicht. So, kann man hier zumachen. Dann schalten wir hier am Taste ein und schon leuchtet die rote LED. Wenn ich das aufmache, dann geht es natürlich aus. Aber hier könnt ihr euch nochmal angucken, wie die Akkus reingelegt werden. So. Wieder einschalten. Und da würde ich sagen, wir schauen uns mal das Ganze jetzt hier an. Mal weg. Was haben wir? 260 Gramm. 0,50er Motor ist drin. 254 mm mal 105 mal 101. Ab 14 Jahre Karosserien, mattgrau. Ladegerät, alles mit bei. Ist ein Crawler im 1:16. Wir haben eine GT16R Fernsteuerung bei Aufklebebogen. 60 Minuten Fahrzeit wird hier, nee, Ladezeit wird hier angegeben. Und Fahrzeit gibt es hier jetzt gar nicht, aber ich glaube, so viel anders wird das auch nicht sein. An Fahrzeit. Einschalten, hier unten über den coolen Button. So, sollte funktionieren, eigentlich ganz kurz nur draufschalten, also nur ganz kurz, nicht länger. So, Lenkung habt ihr gesehen, rechts, links, können wir mal gucken, wenn ich jetzt hier an dem Drehrad drehe, seht ihr vielleicht, ja, hier, sieht so aus, und wenn ich das in die andere Richtung drehe, dann haben wir weniger Lenkausschlag, also wenn man volle Lotte haben will, natürlich auf voll plus gehen. Gerade Auslauf stelle ich hier ein. Kann ich hier mal drehen. Dann zeige ich euch das. Kann ich hier den gerade Auslauf justieren. So. Dann. Gas. Vollgas. Und rückwärts. Hier. Da fahren wir rückwärts, würde ich sagen. Vollgas, vorwärts ist ein bisschen schneller und rückwärts ist nur Halbgas. Also die Hälfte, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben hier vorne zwei LEDs, die leuchten, und wir haben zwei Rücklichter, die leuchten. Also das ist schon serienmäßig dabei, muss man sagen. Wie gesagt, wir reden hier von unter 100 Euro und das ist alles schon mit bei. So, wenn ich jetzt auf den Taster drücke, hier auf die 3, dann gucken wir mal. Ah, aus, an. Aus, an, aus, an. Funktioniert hier an dem Button wunderbar. Wahnsinn, funktioniert, geht. Top.
Dann, was habe ich vergessen zu erklären? Wir haben hier vorne das Servo. Klar kann ich natürlich hier vorne auch, wenn gerade Außenlauf nicht stimmt, kann ich natürlich das Servo hoch und runter nehmen und die Position ändern, damit es stimmt. Ich kann das Servo natürlich auch tauschen. Bei der Reglereinheit wird es schon ein bisschen schwieriger, weil hier ist ja alles integriert, vom Empfänger bis zum Regler, bis zur Lichteinheit. Also wenn ich eine andere Fernsteuerung nehmen will, dann muss ich dann schon alles wechseln. Also ist nicht so einfach, da muss man halt auch die Lichtkabel ändern, beziehungsweise gucken, ob die in eine neue Einheit passen sollten. Bei dem Motor, ja, 0,50er Größe, also wenn ihr den mal wechseln wollt, muss halt die 0,50er Größe sein. Und hinten Akku, ja, wenn ihr jetzt komplett mal die Elektronik komplett ändern würdet wollen, zum Beispiel, kein Problem, könnt natürlich hinten auch einen anderen Akku hinsetzen. Von der Größe, es gibt genug flache Akkus, sogar mit 7,4 Volt, das habe ich jetzt bei dem gesehen, also beim Traxas, die passen hier völlig easy dazwischen, bin also drunter. Und selbst andere Elektronik, die würde hier drauf passen. Bloß, ich würde sagen, warum? Wenn man jetzt hier überlegt, das Auto, knapp unter 100 Euro, ist halt schon mal 100 Euro günstiger als hier so ein Traxas TRX4M oder zum Beispiel der Kiosho Mini Z, der ja irgendwo dazwischen liegt vom Maßstab her, ja, also ein bisschen kleiner ist er noch als 1:16, mal abgesehen davon, aber irgendwo dazwischen liegt. Und hier 1:18, 1:16, einfach mal hier im Größenvergleich. Mein Mini Z, den habe ich leider irgendwo anders hingestellt, sonst würde ich den jetzt hier noch daneben, dann würde ich den sonst noch daneben stellen, kann man vielleicht noch mal gucken. In einem anderen Vergleichstest. Und ja, ich würde sagen, schauen wir doch mal ganz kurz. Fahrzeug. Hier. Ladezeit 1 Stunde. Also ich würde an eurer Stelle auf jeden Fall, bevor ich hier fahre, erstmal laden in Ruhe. Und dann kann man wirklich sehen, ob es so funktioniert, wie man denkt. Ihr seht. Also es geht schon feinfühlig, aber man muss schon ein bisschen aufpassen mit dem Finger an sich, ne? Wenn man hier so bewegt. Kann nur sein, dass jetzt ein bisschen wenig Strom drauf ist, aber... Ich würde sagen, da ist vielleicht noch ein bisschen wenig Strom drauf. Auf dem Ganzen. Aber ihr seht, man kann auch relativ langsam das steuern. Ist natürlich echt eine Gefühlssache, wie immer. Ah, ist reine Gewohnheit am Anfang. Kann aber wie gesagt auch sein. Ja, schön. Dass der jetzt so ruckelt, da darf man... Hier... Das liegt einfach mal daran, dass wenn ich jetzt hier einlenke, dass das eventuell zu viel ist. Ne? Dass ich jetzt praktisch die Lenkung hier etwas zurücknehmen muss. Habe ich vielleicht nicht den Lenkeinschlag, den ich gerne möchte, aber dann tut das Fahrzeug natürlich nicht mehr so ruckeln, ne? Und anschlagen. Weil viele Fahrzeuge haben ja nicht die Möglichkeit, auf 45-50% Lenkung zu gehen. Irgendwo ist ja der Kardan, also die Antriebswelle vorne, ist ja irgendwo am Ende. Und dann, klar, dann rumpelt die natürlich. Ne? Das ist ganz logisch. Und hier kann man schön damit steuern. Wenn man zu wenig Lenkeinschlag hat, seht auch vorne, konnte ich nicht um die Ecke fahren. So, werden wir mal voll wieder machen. So, und ihr seht, vorne, das Licht ist auch ganz gut. Ja, müsste natürlich jetzt dunkel sein, damit man hier das wesentlich besser sieht. Auch auf der Hinterachse das, also hinten das Licht. Und ich würde sagen, ich werde den Akku nochmal laden und eine kleine Testfahrt dann noch machen. Und euch dann später ein Video zeigen mit einer Testfahrt mit dem kleinen Auto hier. Ich würde sagen, ab ans Ladegerät mit dem kleinen Renner. Ja, Really Freeman
Minicrawler, Maßstab 1 zu 16, R2R. Wir haben Sender bei, wir haben die 4 AA-Batterien für den Sender bei, wir haben Fahrakku, wir haben komplette R2R-Technik, wir haben sogar Lichtsatz verbaut und das Ganze sogar mit Ladegerät und das Ganze zu einem Preis von unter 100 Euro. Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist erstmal schon gut. Und wer will, wer einen großen Freeman hat, ist natürlich ein absolut cooler Eyecatcher, wenn man zu dem großen auch noch den kleinen hat, den kleinen Freeman. Ja, das war mal eine kurze Vorstellung vom neuen Mini-Crawler Freeman R2R im Maßstab 1 zu 16 von Konrad bzw. Von Really. Ich habe meinen gekauft übrigens bei Konrad hier. Deswegen gab es diesen schicke Plättchen dazu. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Mika. Und klar, ich freue mich über ein Like, über ein paar Tipps und Tricks, beziehungsweise habt ihr das Auto, wie sind eure Erfahrungen? Und schreibt das gerne in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal, euer Mika.